Liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie, ich darf euch zum 10. Fest der Freude hier am Heldenplatz und zu Hause vor den Bildschirmen ganz herzlich begrüßen. In den letzten 2 Jahren war es aufgrund der Pandemie leider nicht möglich, dass wir hier live am Platz feiern konnten. Und wie so oft schätzt man die Dinge ganz besonders dann, wenn sie nicht selbstverständlich sind. In den letzten 2 Jahren war vieles nicht mehr selbstverständlich. Sehr häufig haben mir Freunde und Bekannte erzählt, dass ihnen in dieser Zeit vor allem die Umarmungen gefehlt haben. Und deshalb wollen wir heute mit diesem Abend euch alle und uns gegenseitig im übertragenen Sinn ganz fest umarmen. Für mich hat das Fest der Freude aber auch immer einen bittersüßen Beigeschmack. Auf der einen Seite feiern wir am 8. Mai die Befreiung durch die alliierten Kräfte und das Ende des Naziterrors, und auf der anderen Seite steht dieser Tag natürlich für die Schuld, die unser Land und seine Einwohner und Einwohnerinnen in den Jahren davor auf sich geladen haben. Nicht alle, aber viele. Und wenn wir heute in den nächsten 90 Minuten zusammen hier ein großartiges Programm auf diesem wunderschönen Platz erleben dürfen, dann findet zur gleichen Zeit ein paar hundert Kilometer entfernt ein grauenhafter Krieg statt. Und das ist sehr bitter. Und dem Bitteren müssen wir die Süße entgegensetzen. Und so werden wir heute mit großartigen internationalen Künstlerinnen und Künstlern, mit einem Weltorchester, mit Ihnen allen ein Zeichen der Freude, der Freiheit und des Friedens setzen. Danke an alle, die das möglich machen. Herzlichen Dank an Sabine Zeller für die Übersetzung in die Gebärdensprache. Der inhaltliche Schwerpunkt des Fest der Freude 2022 ist der politische Widerstand. Das Mauthausen-Komitee hat sich immer mit der Frage beschäftigt, was wir für Lehren aus unserer eigenen Geschichte ziehen können. Nicht theoretisch, sondern immer mit dem Fokus auf das Praktische. Man kann an vieles glauben, vieles intellektuell durchleuchten. Aber wenn diesen Erkenntnissen keine Taten folgen und wenn sie auch noch so klein sind, dann wird sich die Welt nie zum Besseren ändern. Oder wie Sophie Scholl sagte, man muss etwas machen, um keine Schuld zu haben. Dazu brauchen wir einen harten Geist und ein weiches Herz. Wir haben alle Maßstäbe in uns selbst, nur suchen wir sie zu wenig.